Moin Leute und willkommen zum dritten Teil unserer Fahrradtour. Am dritten Tag wurde es sehr heiß und wir mussten uns mehrmals Wasserstellen suchen, um uns abzukühlen. Viel Spaß beim Video. Ich bin so voll gemockt, Alter. Der Lars. Du guckst auf einmal rüber. Ich bin so krass vollgemockt, ne? Das ist nur am Kleben gerade. Wir waren zwar gestern und vorgestern im See, aber das bringt dir halt auch nichts, weil man in der Nacht hat auch nochmal schwitzen und. Nicknacks! Wir haben beide Nicknacks. Ich sag's dir. Fühlt sich so an, ich könnte heute easy 100 fahren. Ja, jetzt? Jetzt noch. Deswegen müssen wir jetzt die meisten Kilometer fahren. Ja! Wir haben uns noch ein paar Minuten genommen, um wirklich aufzuwachen und haben dann unser Zeug abgebaut. Salam alaikum, alaikum salam. Genau. Jetzt müsste eigentlich Schönhausen kommen. Oder? Nee, okay, da. Ja, doch, Schönhausen an der Elbe. Oder? Digga, ja, Schönhausen an der Elbe. Oder? Ist auf jeden Fall schon sehr warm jetzt. Soll heute auch bis zu 30 Grad werden. Und ja, wir werden gleich erstmal Wasser kaufen, was zu essen nochmal und dann geht's schön weiter für heute. Oh! Ja, Mann! Schön bergab! Wir haben jetzt hier was gekauft, aber das ist nur so ein kleiner Dorfladen, hier gibt es nicht so viel. Wir wollten eigentlich Pesto kaufen oder halt irgendwas für die Nudeln, ne? Und ich will mir auch eigentlich noch Gemüse kaufen dazu und so, damit ich das da reinmischen kann. Aber hey, hier gab es nicht mal Bananen. Ich wollte mir eine Banane kaufen. Servus. Einfach einen Storch gerade gesehen. Ziemlich nah. Cool. Und? Wie findest du die Aussicht? Sieht einfach wunderschön aus. Sieht irgendwie aus wie gemalt. Ja. Dieser Teil von der Elbe. Der war echt schön aus. Die Sonne, die bratzt so fett hier auf uns drauf. Ja.
man kann auch nicht wirklich durchziehen, weil irgendwie die ganze Zeit, boah, man ist so träge, aber halt auch, ich krieg schon langsam Kopfschmerzen, deswegen möchte ich halt immer ins Wasser und dann wird es auf jeden Fall wild nicht. Und diese Hitze macht uns schon so kaputt, dass wir die ganze Zeit nur dummes Zeug labern. Also hier immer ein Ausschnitt. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Diese Frage stellt mir ein Schimpanse. Mir auch gestern. Krass, dir auch? Name ist Henry. Was isst du da? Croissant. Oh mein Gott, wirklich? Croissant oder Croissant? Croissant. Croissant? Wie schmeckt das Croissant? Ich soll einfach kompletter Schwachsinn sein, ich hätte es nicht holen müssen. Ich hatte Bock drauf. Also wir sind jetzt ja an der Elbe, ne? Und hier hat so ein Radweg uns direkt hingeführt. Und jetzt ist hier so eine Brücke. Die ist total kacke, hey. Für Fahrradfahrer ist das total beschissen. Mhm. Das sind Treppen. Toll. Mit 30 Kilo hoch ist es ein bisschen schwer. Ja. Genau, aber wir probieren es. Wir haben es einfach geschafft. Es war echt anstrengend, weil diese Treppen da, boah, hochzuschieben mit 30 Kilo. Und jetzt wieder hier in der prallen Sonne fahren, aber so lang ist nicht mehr. Unser Ort, wo wir hinwollen, ist schon zu sehen. Wir sind jetzt endlich an dem See angekommen. Wie geil. Endlich, nach 40 Kilometern. Boah, du bist richtig hart am Schwitzen. Echt? Ja, man sieht das. Boah, und ich auch richtig hart. Lange Haare halt, ne? Und jetzt, wir gönnen uns hier in so ein Energy. Und ja, dann gehen wir auch gleich ins Wasser, um uns abzukühlen. Naja, wir trinken jetzt erstmal. Bam. Jawohl. Haben wir uns verdient. Freunde, ich bin so ein Schisser. Ich war schon drin. Jetzt nochmal mit dem Kopf runter. Das ist so erfrischend geil. Ey, richtig, richtig nice. Ich habe jetzt hier so eine Seife. So eine Outdoor-Seife. Und die werde ich jetzt mal benutzen, um mich zu reinigen. Und nachdem wir uns dann schön gereinigt haben, sind wir dann durch unser drittes Bundesland gefahren, Sachsen-Anhalt. Wir suchen uns jetzt hier einen Platz, wo wir auch noch unseren Kocher schnell verwenden. Ja, weil wir müssen halt auch was essen. Und dafür wollen wir uns halt einen Ort raussuchen, der jetzt nicht so unbedingt übelst trocken ist. Nicht, dass da noch irgendwas passiert. So, jetzt wird der Kocher angeschmissen hier. So. Warm. Jetzt wird er aufgestellt. So, sollte man nicht erst Wasser reinmachen? Ja, stimmt. Doch, dumm. Warum mache ich die Nudeln? Digga, ich bin so durcheinander. Das kommt safe von der Hitze. Let's go, jetzt warten wir. Ja, das ist eine große Nase. Freund. So, wir haben gerade eine kurze Pause gemacht.
leider ist hier kein Gewässer oder so in der Nähe. Sonst könnte man halt schön irgendwie nochmal baden gehen. Aber vielleicht finden wir noch einen Bach oder so in der Nähe, weil uns ist schon echt warm. Aber so viele Kilometer haben wir heute gar nicht mehr. Also es wird schon, wir haben heute schon 70, aber insgesamt haben wir 260. Jawohl. Schon ein bisschen random, oder? Eben gerade waren ja einfach zwei Marder. Die sind einfach voll zu uns gesprintet. Und wir haben die voll nah gesehen. War voll cool. Ja, richtig heftig, Mann. Ja. Das war voll komisch, weil die rennen so auf uns zu und dann kurz bevor die vor uns sind, weichen die plötzlich aus. Das hätten die uns einfach vorher nicht gesehen. Ach ja. Wie schön doch einfach so ein Sonnenuntergang am Feldrand sein kann. Ein paar Tiere gesehen und schon ist die Laune wieder gehoben. Leute, die Aussicht ist einfach phänomenal. Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg nach Zerbst-Anhalt. Wir wollten da eigentlich einen Supermarkt anpeilen, aber irgendwie haben die Supermärkte da gar nicht an einem Samstag bis 22 Uhr auf. Wer hätte es gedacht? Ja, da hätten wir mit rechnen müssen. Aber irgendwie, jetzt müssen wir halt eine Tankstelle aufsuchen. Also morgen halt auch, ne? Morgen ist Sonntag. Ich weiß jetzt nicht, ob wir fahren durch Leipzig, ob da noch ein Supermarkt auf hat am Sonntag. Aber wir werden das auf jeden Fall sehen und... Ja. So, Leutings, weiter geht's. Die letzten 9 Kilometer stehen das an. Ja, und dann sehen wir uns gleich beim Schlafplatz. Was mache ich? Wir sind so fertig jetzt schon. Ja. Aber gleich haben wir den Schlafplatz erreicht und dann geht's erstmal schlafen. Der Mond ist einfach richtig krass zu sehen. Freunde, wir haben jetzt unseren Schlafplatz gefunden. Ist nicht die beste Wahl, weil hier da hinten ist direkt die Bundesstraße, hier neben ist gleich die Zugstation. Es ist so ein Notschlafplatz, aber egal, morgen früh können wir gut reinstarten, direkt mit einer Tankstelle in der Einstadt und können dann halt auch schön weiterfahren nach Leipzig. Wir gehen jetzt erstmal gleich schlafen, nachdem wir hier aufgebaut haben. Ist uns aber zu stressig noch zu filmen, also sehen wir uns morgen dann, wenn wir wieder aufstehen. Also gute Nacht. Das war's mit Teil 3 unserer Fahrradtour. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns nächste Woche beim Teil 4 unserer Fahrradtour wieder. Bis dann. Peace.